möchtest du deine Urenergie aktivieren? Ich bin Sissi Göttling, bin spirituelle Lehrerin und begleite Menschen schon seit 20 Jahren, ihre Ängste und Blockaden zu lösen, damit sie ein selbstbestimmtes, freies, unabhängiges und erfülltes Leben führen können, so wie sie es sich wünschen. Es ist Zeit für dein Leben für dich, weil du wertvoll bist. Und so möchte ich dir vorstellen, und morgen am 18.03. am Donnerstag ist es schon soweit, um 18 Uhr das Webinar. Dieses Webinar findet online über Zoom statt und hier machen wir eine intensive Körperreise. Wir werden Reinigung empfangen bis tief auf Zellebene, Zellgedächtnis, Unterbewusstsein, Überbewusstsein, Bewusstsein, sowie alle unsichtbaren Körper, Mentalkörper, Emotionalkörper, spirituellen Körper. Reinigung bis in alle Dimensionen deiner Existenz, in allen Zeitlinien, in allen Paralleluniversen, in all deinen Inkarnationen. Das wird alles durch mich als Kanal geschehen für dich. Du darfst empfangen, dich hingeben und entspannen. Sei es dir wert, dich zu entgiften, zu reinigen. Die Reinigung wird eine Zeit dauern. Hier wirke ich für dich. Reinigung wird unter anderem geschehen von allen karmischen Verstrickungen und Verbindungen, von Generationslasten, von Familiendramen, Familienkarmen, genetischen Karma, ungerechtfertigten Karma, von Angstmustern, Wutmustern, Zornmustern, Ärger, Eifersucht, Neid, Machtmissbrauch, Bedürftigkeit, Erniedrigungen, Verzerrungen, alten Imprints, Fremdimplantaten, Matriximplantaten und vielen mehr. Es wird für jeden das geschehen, was geschehen darf, und jeder wird dort abgeholt, wo er steht. Jeder ist woanders noch in seinem Leben, lebt auch das Leben ganz anders. Daher werde ich das in das gemeinsame Energiefeld der Gruppe hineingeben, so nenne ich das immer, und die Seele wird genau das aufnehmen, was für jeden zu dem Zeitpunkt gut und richtig ist. Es geht um Reinigung, um intensive Reinigung und es geht auch um den Körper. Wir werden mit der Energie aus der Zentralsonne, mit der Schöpferenergie, der Shekinah-Energie, aber auch mit den Planetenenergien, mit der Mondenergie, Sonne, Saturn, Pluto, Jupiter, alle was es gibt, genauso wie den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, hier wirken. Diese Elemente in dir in den Ausgleich zu führen, in die Harmonie. Mit Norden, Süden, Westen, Osten. Ich werde hier alles einbeziehen, mit was wir uns in Liebe und Frieden wieder verbinden. Wir werden mit dem Strahl der Zentralsonne in deinem Gehirn wirken. Für die Lichtbrücke Antakarana. Gestern gab es das Gratis-Webinar. Ich hoffe, du warst dabei und hast es für dich genutzt. Hier wurde schon ein kleiner Schritt gesetzt in die nächste Richtung für jeden, in die Freiheit, in die Aktivierung und in die Öffnung. Dieses Webinar wird nochmal intensiver. Wir werden hier wirklich alles durchwandern, deine Augen, deine ganzen Sinne, dein Kiefer, deine Zähne, Hals, die Medulla oblongata, ein schwieriges Wort, Atmung, Gefäßzentrum in deinem Nackenbereich, Nacken, Schultergeschichten, was wir hier alles noch tragen an Themen, wo wir noch für Mutter, Vater, Brüder und Schwestern und die Ahnen Lasten tragen, aber auch für sie noch sprechen, denken, handeln, um Handeln, Denken und Sprechen in die Einheit zu führen. Wir werden jedes Organ aktivieren,
ausgleichen, in eine höhere Schwingung führen. Jedes Organ hat Intelligenzfelder, sind auch Frequenz. Alles ist Energie, alles ist Frequenz. Und desto höher du schwingst und jedes einzelne Organ, jeder Knochen, jede Nervenzelle, alles, alles, aus dem dein Körper besteht, aber auch deine unsichtbaren Körper, umso besser wird es für dich auch für die Zukunft hier auf Mutter Erde zu sein. Es geht darum, deine Schwingung zu erhöhen. Und oft haben wir noch verschlossene Türen in uns oder tragen schwere, dichte Energie in uns. Und das wollen wir erlösen. Du kannst dich nur selbst erlösen, erwachen, erleuchten. Und daher komm ins Tun. Nur sitzen und zu warten, das bringt nichts. Es ist wirklich an der Zeit, hier etwas zu tun. Und du kannst für dich tun lassen, aber es ist wichtig, dass du bewusst wirst und zurückkehrst in deine Vollkommenheit, weißt, wozu du hier bist, was das Ganze hier soll und vieles mehr. Es geht um Reinigung, Aktivierung und Öffnung. Ich habe das Weltgeschehen schon öfters gedeutet, das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Lassen wir doch zuerst unsere Masken fallen, hören auf, Rollen zu spielen. Kommen wir uns doch selbst wieder einmal näher und halten nicht Abstand von uns selbst, von unserem Herzensweg und von unserer Seelenaufgabe. Für jeden Menschen geht es auch darum, seine Seelenaufgabe endlich auf der Erde zu leben, mit beiden Beinen fest am Boden zu stehen und Spiritualität und Alltag zu verbinden. Und das ist schon mal hier ein wichtiger erster Schritt. Sonnenstürme, Erdmagnetfeldschwankungen, das wird es immer wieder geben. Auch die Energien, es wird immer stärker werden. Und statt dass du weiter schwankst, verwirrt bist, nicht weißt, was du tun sollst, komm in die Stabilität. Komm ganz zu dir selbst, empfange dich selbst, gebäre dich aus dir selbst. Gebärmutterthemen, weibliche Themen, Mutter-, Vater-Themen, alles ist im Feld. Und es wird jeden treffen, dass all diese Themen erlöst werden. Und hier möchte ich dich in diesem Webinar begleiten. Gerne auch einen Zettel und einen Stift zu nehmen. Wir werden vorher Notizen machen. Wir werden aufschreiben etwas, dass du später dann den Zettel vernichtest. Denn es ist wichtig, auch Transformationsarbeit zu tun. Und dann durchwandern wir den ganzen Körper, die unsichtbaren Körper. Und ich werde für dich wirken. Wenn wir gereinigt, gelöst, entbunden haben, werden wir in die Aktivierungen gehen. Aktivierung, Kundalini, Merkaba, Lichtbrücke. Vieles gibt es zu öffnen, zu aktivieren. Und das werden wir auch gemeinsam tun. Bist du bereit, ein klares Ja zu dir selbst zu geben? Dich wieder zu erinnern, dass das Leben für dich ist. Und jeden Menschen ergeht es so. Es ist alles weltweit. Jeder einzelne Mensch ist hier, um Erfahrungen zu machen und von der Unvollkommenheit in die Vollkommenheit zurückzukehren, zu sich selbst. Dort ist das Zuhause, in dich. Herzöffnung, öffne dich. Vollkommene Öffnung im Jetzt, vollkommene Aktivierung im Jetzt. All das, was an diesem Webinar geschieht, wird in dein spirituelles Rad, in deine Seele eingebettet. Und es wird für dich schrittweise geschehen. Schritt für Schritt. So, wie es für dich gut und richtig ist. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo es gut und richtig ist. Hier braucht man dann Geduld. Aber es ist wichtig, das zu tun und Ja zu sagen. Das ist meine Seelenaufgabe, ich bin dafür hier und ich reiche dir gerne meine Hand, sei es dir wert.
Und es ist so wunderbar, es darf ganz locker und leicht geschehen, in Spaß, in Freude, im gemeinsamen Tun, im gemeinsamen Heilwerden hier auf Mutter Erde. Auch der Kanal zu Mutter Erde ist meist blockiert. Manche stehen wie auf einer Metallplatte, werden dadurch nicht genährt von der Mutter Erde, empfangen die wichtige Erdenergie, den der Körper braucht, nicht. Auch hier werden wir durch diesen Kanal reisen zu Mutter Erde und auch hier eine Aktivierung ins Feld geben. Öffnung, Aktivierung, kannst du dir vorstellen, ist wie wenn wir das dann in dich einbetten, ins Feld geben und es wird dann geschehen, wann immer es für dich gut und richtig ist. Auf jeden Fall wirst du entspannt aus diesem Webinar gehen. Ich danke dir jetzt, dass du dabei bist. Du hast unten bei meinem Newsletter die Buchung, da buchst du und das natürlich im Jetzt, so wie ich das immer jetzt sagen werde, genau jetzt. Denn morgen am Donnerstag, den 18.03. um 18 Uhr ist es schon soweit. Rechne mit circa 90 Minuten. Zwischen 60 und 90 Minuten werden wir hier intensive energetische Arbeit machen. Gemeinsam, ich wirke als Kanal für dich, für jeden, der hier jetzt schon den Impuls hat, ja, ich bin dabei. Buche jetzt, sei dabei. Wenn du gebucht hast, erhältst du von mir den Zoom-Link auf deine Mailadresse. Also bitte ist wichtig, dass ich deine Mailadresse habe. Du findest aber den Zoom-Link auch auf meiner Website www.sissigöttling.com unter Erwecke die Göttin in dir. Wenn du da ganz hinunter scrollst, findest du auch diesen Link. Auch YouTube-Kanal unten in der Infobox gebe ich ihn auch hinein. Wie gesagt, buche und dann kannst du dabei sein. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.